Moin und herzlich willkommen beim Online-Kurs Gesund Grillen von der BIK. Mein Name ist Julian, ich bin Teil der Sizzle Brothers und wir sind nicht dafür bekannt, super gesunde Rezepte auf dem Grill zuzubereiten. Und deswegen habe ich Helena am Start. Und Helena wird mich heute unterstützen und mich geleiten durch ein gesundes Menü vom Grill. Genau. Was haben wir heute geplant? Heute haben wir einen Grillgemüsesalat zur Vorspeise. Zur Hauptspeise haben wir Lachs mit dreierlei Kartoffeln und Spargel. Mhm. Und zur Nachspeise haben wir einen Schokoladen-Lava-Mug-Cake. Ein Schokoladen-Lava-Cake? Mhm. Der kann nicht gesund sein. Doch. Wirst du sehen. Ja, okay, sehr cool. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der Vorspeise. Was wird das? Grillgemüse? Der Grillgemüsesalat, genau. Da schnibbelst du am besten jetzt mal ganz viel Gemüse. Ja. Und ich erzähle ein bisschen was. Sehr gerne. Darüber. Haben wir vorher abgesprochen, ne? Hm. Wir wissen ja nicht. Aber Helena und ich haben das vorher abgesprochen. Ich hab gesagt, pass auf, ich schnibbel die ganze Zeit, da kann ich nichts falsch machen. Du erklärst, warum ich das schnibbel. Ich darf mir alles aussuchen, was ich möchte? Ja. Gut, das mache ich. Fenchel. Okay. Was kann der so? Dazu habe ich nicht so viel zu erzählen zum Fenchel. Ist einfach nur lecker. Der kann nicht so viel. Jetzt lassen wir es aber trotzdem zumindest drin. Weiß ich nicht, was er kann. Den nehmen wir jetzt aber trotzdem, wenn das okay ist, ja, für dich. Weil, soll ich dir mal was sagen? Ja. Ich habe nämlich beim Thema Fenchel damals immer gedacht, ich mag das nicht, aber okay, ich bin totaler Fenchel-Fan geworden. Mhm. Denn wenn man Fenchel dick schneidet, schmeckt er seifig. Und irgendwie komisch. Ja. Aber wenn man den so richtig hauchdünn schneidet, dann schmeckt der ziemlich cool. Hast du das schon mal so probiert? Nee, noch nicht. Mach mal. Mega lecker. Mhm. Na? Wir machen nämlich ab und zu mal so einen Fenchel-Ananas-Salat und dazu ist das hervorragend. Aber jetzt beim Grillgemüse zum Beispiel, würde ich ihn, wenn du ihn roh essen willst, immer ganz dünn schneiden. Und wenn man ihn grillen möchte, etwas dicker, weil da brauchen wir ein bisschen Konsistenz. Ah, okay. Also, Fenchel ist einfach. Den haben wir. Perfekt. Paprika. Ja, die nehmen wir gerne. Mhm. Enthält super viel Vitamin C. Also ist eine wahre Vitamin C-Bombe. Man sagt ja immer so Zitrusfrüchte und so, aber Paprika enthält mindestens genauso viel Vitamin C. Das wissen manche nicht. Gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Die grünen sind einfach ein bisschen bitterer, weil die noch nicht reif sind. Also die werden, würden die länger reifen, dann würden die auch noch eine andere Farbe bekommen. Ach cool, okay, das wusste ich auch nicht. Siehst du? Genau, aber man kann sie trotzdem essen. Das heißt also, das ist reines Vitamin C, genau, was wir uns hier reinhauen, wenn wir das machen. Ja, ja, da sind auch noch viele sekundäre Pflanzenstoffe und so drin. Sekundäre Pflanzenstoffe, das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht, weil man spricht immer nur von Vitaminen und Mineralstoffen. Mhm. Aber sekundäre Pflanzenstoffe, das, es gibt über 10.000 und uns sind lange nicht alle bekannt. Für die Pflanze selber dienen sie als Aromastoffe, als Farbstoffe, auch als Abwehrstoffe. Und für uns haben sie super viele unterschiedliche Wirkungen. Also einerseits antioxidativ, dann aber auch antikanzerogen, also gegen Krebs, antiinflammatorisch, das heißt gegen Entzündungen. Okay. Also die haben super viele unterschiedliche Wirkungen. Das klingt tatsächlich ganz fantastisch. Ich finde, man hat sofort, wenn du darüber sprichst, hat man sofort ein besseres Gefühl, wenn man es dann isst. Ne? Ja, das stimmt. Man tut sich und seinem Körper automatisch was Gutes. Ja. So, da habe ich hier noch so ein bisschen Lauchzwiebel. Lauchzwiebel, ja. Lauchgewächse, also Zwiebeln, Zwiebelgewächse, die sind super anti-entzündlich, also auch sehr, sehr gesund. Okay. Esse ich übrigens genauso auch ziemlich wie gerne. Knoblauch auch. Ja. Also. Kann man also auch sehr gut nehmen. Ja. Schneide ich alles sehr grob, weil bei diesem Grillgemüse mag ich das ganz gern, wenn es so ein bisschen gröber noch alles ist. Ja, ja, das stimmt. So, jetzt haben wir was. Wir haben was Grünes, wir haben Pilze, wir haben Paprika. Ja. Zucchini. Ja. Geht immer, dann haben oder? Wir noch was Grünes, genau. Grüne Obst- und Gemüsesorten enthalten oftmals sehr viele Ballaststoffe und teilweise auch Bitterstoffe. Mhm. Bitterstoffe können dabei helfen, den Süßhunger zu verringern und die wirken auch sehr bekömmlich. Also wenn man
eine schwere Mahlzeit gerade gegessen hat. Es gibt tatsächlich auch so Bittertropfen und sowas, aber so Rucola und so schmeckt ja auch teilweise leicht bitter. Mhm. Und das kann dabei helfen, dass die Verdauung zu unterstützen einfach. Ja, okay. Finde ich ganz spannend, weil ich ja auch, wenn ich so Gemüse esse, ist tatsächlich bei mir auch eher so der Fokus auf alles, was eher grün ist. Das ist super, ja. Und was ich auch gern mag, ist Kohl. Auch sehr gut. Ist das gut? Ja. Kohl ja. kann man auch gut essen. Ja. Wollte ich nochmal gesagt haben, ich bin ein großer Kohl. Viele Ballaststoffe. Bin ein großer Kohl-Fan. Ja, das passt soweit für mich, würde ich sagen. Okay. Von der Marinade habe ich mir überlegt, ich mache ein bisschen Olivenöl dran, Salz, Pfeffer, um es ein bisschen einfacher zu halten, weil wir haben noch irgendwie einen Dip, ne? Genau, wir haben danach, also für drüber noch ein Dattel-Tahin-Dressing. Tahin ist so Sesammus, enthält auch gute Fettsäuren. Und durch die Dattel wird was Süßes mit reingebracht, aber da die Dattel ja eine ganze Frucht ist, bringt die auch noch die Ballaststoffe mit. Und dann ist das was anderes, als würden wir da jetzt Zucker reinschütten. Da das ja hier ein Online-Grillkurs ist und das heißt gesund grillen, habe ich schon mal den Grill vorbereitet. In dem Fall heute unser Gasgrill. Und auf dem Gasgrill haben wir eine, ich nenne es jetzt mal Planscher oder Grillplatte. Und die eine Eigenschaft, die hat so kleine Noppen oben drauf und es hat den großen Vorteil, dass mein Gemüse darauf nicht anbrennen kann. Ach, cool. Das wird also gegart, kriegt ein bisschen Röststoffe, aber es brennt nicht an. Und das gebe ich jetzt einfach hier oben ganz einfach drauf. Dann fängt das an zu zischen. Das ist eine sehr schöne Art und Weise, Gemüse auf dem Grill zu garen, ohne dass man sozusagen überansprucht. Das ist sehr schön. Ich gucke mal, ob ich hier, das ist mal wichtig, bisschen Werkzeug, zack. Guck mal, kann ich das einfach hier drauflegen. Wenn man das zu Hause nachmachen möchte und diese Platte nicht hat, ist das natürlich überhaupt nicht schlimm. Es gibt so Gemüsekörbe, die kann man wunderbar verwenden oder einfach eine normale Planscher kann man auch gut verwenden. Das ist jetzt hier so ein Spezialwerkzeug. Aber im Endeffekt geht es nur darum, dass wir jetzt von allen Seiten das Ganze immer so ein bisschen wenden, Röststoffe dran bekommen, so dieses typische Grillaroma, was man ja so kennt. Ne? Und wenn ich jetzt den Deckel dabei noch schließe, habe ich von unten die Hitze. Mhm. Krieg Röststoffe und von oben gart das Ganze weiter wie in so einem Backofen. Das heißt, ich komme auf die richtige Temperatur. Also, wie wenn Umluft quasi ist. So ist es, genau. Und das, denke ich mal, dauert jetzt so eine Viertelstunde. Mhm. Und dann ist das Gemüse so weit, dass wir sagen, leichten Biss haben wir noch. Sehr gut. Dann können wir derweil das Dressing machen. Sehr gerne. Dafür haben wir hier einmal schon die Datteln eingeweicht. Die werden nämlich jetzt kommen in den Mixer. Und da ist es ganz gut, die vorher so 10 Minuten einweichen zu lassen. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, packen wir einfach alle Zutaten in den Mixer. Oh, ich glaube, da ist nicht mehr viel übrig jetzt. Ist vielleicht noch ein bisschen dickflüssig. Da können wir dann noch ein bisschen von dem Wasser von den Datteln dazugeben. Okay. Du kannst schon mal hier das hacken. Das ist quasi hier die grüne Komponente. Genau. Mhm. Großartig. Das heißt, das ist jetzt unser, wird das Gemüse da drin geschwenkt später? Ja, oder? Ja. Okay, also das heißt, also soll so ein bisschen haften bleiben auch. Genau. Wie so ein Salatdressing. Sehr, sehr cool. Weil ich kann euch nämlich Folgendes verraten, das Gemüse ist schon fertig. Sieht sehr gut aus hier hinten. Das geht also wirklich ruckzuck. Und ich würde sagen, wir nehmen das da jetzt mal runter, tun das in eine Schale und schwenken es nochmal richtig schön mit dem das durch. Das klingt ja? gut. Was sagt man dazu, Dip oder ist es eine Soße? Ich würde sagen, Soße, Dressing. Oh ja, Dressing finde ich gut. Oh, das sieht ja wirklich richtig, richtig fantastisch aus. Ne? Und das wird natürlich so cremig. Schön cremig und vor allen Dingen haben wir jetzt noch so leichten Biss im Gemüse. Also eigentlich genau so, wie wir es haben wollen. Und ich würde sagen, auch, oh, der Sesam. Riechst du es? Mhm. Großartig. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Das heißt, die Vorspeise ist fertig. Und jetzt kümmern wir uns als nächstes um den Hauptgang.